Da steht der Adolf Büchler ganz allein. Also da ist der Axel gesessen in einem denkmalgeschützten Baum. Da ist Naturdenkmal angestanden. Da war der Georg mit seinem Baumhaus. Und ich bin da zwischen zwei Birken mit meiner Hängematte kampiert. Und das hat ja ganz anders ausgeschaut. Es war alles voller Bäume und war eine wunderbare Naturoase. Bitte mein Haus und die Bäume. Weil ich sogar geschlafen heute. Kurz, aber gut. Es werden noch mehr garantiert. Weil es ist einfach Spaß, Politik, gutes Karma für alle. Eine Melodie, die also wirklich schaurig ist, aber es ist irgendeine Melodie. Und 30 Segen, ich möchte es einfach aufnehmen, damit ewig der Ton bewahrt wird. Diese Symphonie des Todes der Bäume. Rettet die Bäume! Rettet die Bäume! Eure Natur bitte ist weg! Euer öffentliches Grund! Wehrt euch! Es wird euch weggenommen! Ich weiß nicht, ob etwas fett ist, es ist die Vorhalle fürs Hotel! Man hat noch nicht die Welt gesehen, oder? Weil ich habe den Plan sogar gesehen, da fehlen sogar zwei Gebäude noch. Sie ist 13 Jahre alt. Was soll sie sich denken? Ich meine, ich denke mir nichts, oder? Weil ich möchte mich nicht unglücklich machen. Aber was soll sie sich denken, wenn sie morgen kommt und alles ist weg? Das ist doch ungerecht. Ich denke, heute würde man einiges anders machen. Wunderbar.